Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge RF4 auf meinem Kanal. Ja, wir befinden uns auf dem Hauptaccount. Vertut euch nicht, wir sind noch nicht mit dem Anfänger-Account an der alten Festung. Wir sind mal mit dem Hauptaccount wieder hier. Ja, und warum und was wir hier fangen wollen, das werdet ihr nach dem Intro sehen. Ja, ich bin hier an der alten Festung, wie ich es euch gerade schon sagte. Und auf was gehen wir hier? Wir schauen mal nach. Was kommt da? Zielfisch. Der Zielfisch, die Brasse. Ja, ich habe euch da gesagt, wir versuchen erstmal im Laufe dieser Woche einmal nochmal zur alten Festung. Das wollte ich eigentlich mal ganz gerne. Ich stehe jetzt seit ein paar Minuten hier und ich bin hier wirklich ganz gut am Ziehen. Die Frequenz ist auch in Ordnung. Klar, es geht immer besser, aber ja, ich bin zufrieden, sagen wir mal so. Ich bin zufrieden, es passt schon. Das sollte alles ganz in Ordnung sein. Jetzt sind auch ein paar schöne große Brocken dabei gewesen. Bis jetzt, mal gucken, was uns noch in der Folge jetzt hier erwartet. Ja. Ich bin guter Hoffnung, guter Dinge. Das bekommen wir schon hin. Zu den Ködern. Ich habe hier an dieser Rute habe ich die typische Made mal wieder dran. An der mittleren Rute, die auch schon wieder gut abgeht, habe ich den Knobiteig. Den alten, ollen, guten Knobiteig dran. Da sehen wir auch schon direkt, die rechte Rute ist auch schon wieder unterwegs. Und da haben wir Perlgraupenbrei. Also, ich kann euch nur sagen, et lübt, et funktioniert. Ich bin bis jetzt, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und ja, wir schauen mal, was in der ganzen Folge hier noch Schönes passiert. Wir zuppeln mal zwischendurch ein bisschen an der Routen. Da seht ihr auch schon direkt, die mittlere Route geht auch schon direkt wieder los. Da haut es da schon ab und auch dort ziehen wir wieder an. Und was haben wir? Wir haben wieder eine Brasse. Alle so zwischen 500 und 1000 Gramm. Ist zwar nicht groß, nicht viel, aber ich sag mal so, es ist in Ordnung. Da waren wir jetzt zu früh dran. Das war jetzt nicht gerade so gut. Aber dann gehen wir halt an der ersten Route und ziehen hier mal an. Da ist ein kleinerer dran. Den bekommen wir auch noch raus. Müssen wir halt jetzt im Chat ein bisschen beobachten, ob wir da jetzt einen Ausschlitzer haben. Aber eigentlich, denke ich mal, dürfte das noch nicht der Fall sein. Ja, wo stehe ich? Ich stehe auf 23,45. Ein altbekannter Spot für Brassen. Hier standen wir schon, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen lang wir hier schon standen und hier schon ordentlich gezogen haben. Clip habe ich auf 15 Meter stehen. Hab an einer Route habe ich die Brassenmischung dran. Ist ja auch ganz in Ordnung. Aber wir gehen so langsam auf Nacht zu. Ich bin mal gespannt, ob es gleich hier besser wird. Ob es noch besser hier wird. Ob auch die größeren Brocken dann rauskommen. Oder ob wir hier alles nur in so Kleinformat. Da haben wir ein Rotauge. Aber auch schon mit 385 Gramm. Was auch schon wieder ordentlich dabei ist. Oh, da war aber der Ausschlag ganz groß. Da liegen wir da auch wieder bei einer Schöne von 1,46 Kilo. Also so langsam lüptet wieder. Ja, die Folge von gestern, die konnten wir natürlich, ist ja wirklich auch eine Sache, die ist ja wirklich in die Hose gegangen. Das war ja wirklich so gut wie nix, ne? Also, ja, ich weiß nicht, ich werde mit das Gewässer aber auch nicht warm. Also ich bin dann lieber entweder an eine Sura
Oder halt hier an der alten Festung. Wir werden auch noch demnächst an einem anderen Gewässer hinfahren, wo ich eigentlich ganz gerne ja wirklich mal mit euch wieder hin möchte oder mal generell hin möchte, ist der Bernsteinsee. Da muss ich mal gucken, ob es da auch mal einen Brassenspot gibt. Oder einen schönen Schleinspot. Das wäre natürlich auch mal wieder richtig schön was. Warum geht denn hier sofort die Bremse, wenn wir anziehen? Nee, nee, nee. Naja, 32 XP, das ist ja mal so gut wie gar nichts. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es da ja auch mal einen Brassen oder einen schönen Schleinspot. Mal gucken, ob wir vielleicht in der nächsten Folge zum Bernsteinsee reisen. Ich weiß es noch nicht, ich kann es euch noch nicht sagen. Da mache ich mir jetzt auch noch gar keinen Stress, weil wir sind heute in der Folge und noch nicht morgen in der Folge. Und da gucken wir dann einfach mal, was uns da erwartet, was alles noch so passiert. Und vor allem, ja, wir haben die Woche vor Weihnachten, ne? Es müsste ja dann jetzt auch bald so langsam der Weihnachtsmarkt kommen. Da bin ich mal gespannt, wann der freigeschaltet wird, ob der freigeschaltet wird. Gehört, gesehen, gelesen habe ich noch nichts davon. Aber vielleicht wisst ihr es ja und schreibt es in die Kommentare rein. Kann natürlich auch schon sein, dass er schon freigeschaltet ist, wenn ihr das Video heute seht. Aber da ich ja immer in der Vorproduktion bin, wisst ihr ja, dann haben wir halt dort ein wenig gelitten. Ja. Na, geht da jetzt eine Route? Möchte gerade keiner, da möchte einer. Und der geht auch los, das sehen wir aber dann nur anhand der Schnur. Aber ist in Ordnung. Zack, 27 XP. Also, es lübt hier. Klar, die könnten auch alle mal ein bisschen größer wieder werden. Aber wir warten mal ab, was da alles noch so passiert. Da geht auch schon direkt die nächste Route wieder los. Ist immer noch unsere Fiederroute, die wir uns am Anfang mal gegönnt haben. Und ein Rotauge von 596 Gramm. Das ist schon was Feines. Ja. Was haben wir denn generell hier so in die Rekorde mal drin? Wollen wir einfach mal gucken. Brassen. Quarkteig. Oh. Da könnten wir natürlich auch mal dran machen. An einer Route. Welche lübt denn jetzt hier gerade nicht so gut? Die mit Maden war nicht so gut. Dann machen wir doch hier einfach mal Quarkteig dran und gucken mal, vielleicht haben wir ja Glück und die ein oder andere Brasse steigt nochmal mit ein. Da geht die mittlere Route auch schon wieder los. So, spannen wir mal ein bisschen hier die Schnur. Da können wir auch nochmal ein bisschen dran zupfen. Aber es könnte ja auch wieder ein Rotauge sein, so wie er hier am Zuppeln ist. Da. Oh, aber dann ein großes. Ich denke mal eher, das ist eine Brasse. Na, wonach sieht es aus? Es ist ein Schuppenkarpfen. Ein kleiner Schuppi. Auch nicht schlecht. Ist auch wieder was Feines, wenn wir den mal fangen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Bin ich ganz ehrlich. Also das ist schon, ja. So, dann direkt wieder raus die Routen und mal gucken, was da noch so Schönes kommt. Da geht auch schon direkt wieder die nächste Route los. Also Finger von der Tastatur nehmen ist gerade gar nicht wieder, aber ist auch in Ordnung. Ja, ist schon, hat schon ein bisschen was an Gewicht. Und was haben wir da? Dort haben wir eine schöne Brasse mit 1,6 Kilo. Ja, wo sind denn die ganz großen Brocken? Oh, oh, da hört ihr die Bremse? Oh.
Ich glaube, da haben wir jetzt was Größeres dran. Da haben wir was Größeres dran. Glaube, da haben wir definitiv was Größeres dran. Ich bin mal gespannt. Na, da kommt er doch. Was kann das sein? Was wird es sein? Ed schaut mir nach dem Karpfen aus. Ed ist ein Karpfen. Und ein Schuppi mit 5,1 Kilo. Das ist natürlich dann auch wieder ein schöner großer Schuppi. Und das auf dem Knobiteig. Das ist natürlich herrlich. So, da haben wir wieder eine schöne Brasse dabei. Auch wieder ganz in Ordnung. Nehmen wir doch gerne mit. Und dann lassen wir mal kurz ruhen und schauen mal, was als nächstes noch beißt. So, da geht schon wieder die Glocke los. Ich bin gespannt, was die Glocke da jetzt sagt. Ah, aber die erste Rute ist auch schon wieder am Ziehen. Da ziehen wir dann sofort mal an und schauen mal nach. Es ist eine Brasse und mit 390 Gramm. Ja gut. Wir könnten natürlich auch einfach mal versuchen, mal ein bisschen näher am Ufer. Bist du jetzt dran oder bist du nicht dran? Du bist dran. Ja, und dann haben wir dort wieder eine Brasse. Sehr schön. Wir gehen mal runter so auf, ja, 13, 12, 13 Meter. Aber auch nur per so Gefühl. Eingestellt ist der Clip nur auf 15 Meter. Und ja, da gucken wir dann halt mal, wie es dann dort funktioniert. Da geht die nächste Route und ja, es ist schon etwas größer. Na, was haben wir? Rotauge? Ein Diebel. Nein, also wir haben hier wirklich ein kunterbuntes Sortiment heute. Ein kunterbuntes Sortiment. Aber ich denke mal, hier näher am Ufer ran ist eher weniger. Ich denke mal, wir gehen nochmal auf 2 Meter mehr. Das heißt 17 Meter. Clip. Und raus damit. Ich bin gespannt, so mitten in der Nacht. Hi. Kann schön werden, kann auch anstrengend werden. Ihr kennt es von anderen Gewässern. Es kann massiv anstrengend werden. So, also wenn es anstrengend wird, dass wir hier ne, 2 Stunden wieder im Drill sind, dann ist das ziemlich heftig. Ja, wo stehen wir? Wir stehen hier vorne so in Richtung 5 Meter Loch. Ist natürlich immer wieder eine Herausforderung. Kann gut gehen, kann auch nicht gut gehen. Bleibt auch jedem selbst überlassen, ob er das machen möchte oder nicht. Wir müssen ja halt auch schauen, dass wir mal unsere XP zusammenbekommen, weil, wenn ich euch das mal so zeige, es sind noch 318.000 XP benötigen wir noch. Und das ist natürlich, ja, bis zum nächsten Level-Update. Oder Level Upgrade ist das natürlich noch eine Menge, was wir brauchen. Wir zuppeln hier nochmal so ein bisschen durch, aber das ist jetzt wieder so eine Zeit, wo wir wieder sagen, aber guckt mal da, einmal dran gezuppelt und die erste Route geht auch schon wieder los.
im Chat geht's auch schon wieder los mit Brasse. Aber hier ist keine Brasse, das ist hier ein A-Land. Also, wir haben hier komischerweise heute alles drin vertreten. Wir haben alles wieder drin vertreten. Ich bin gespannt, was als nächstes an der Leine geht. Wir warten ab und schauen einfach zu. So wie die Route ausgeschlagen ist, Leute, das kann nichts Gutes werden. Obwohl, oh, können wir gut reinholen. Ist natürlich jetzt ein Träumchen, wenn das eine Brasse wäre. Aber ich denke mal ein Karpfen. Es ist wieder ein Karpfen. Und was haben wir da für ein Karpfen? Wieder von 4,6 Kilo. Wieder ein ollen Schubi mit 4,6 Kilo. Aber eigentlich, wenn wir Karpfen fangen wollten, würde ich sagen, meine Freunde, würden wir eigentlich zum Bernsteinsee gehen oder zum Bärensee. Ich weiß nicht, warum jetzt hier die Karpfen so gut in der Frequenz sind. In kürzester Zeit haben wir 3 Stück davon jetzt gefangen. Also ist schon, ja, ein guter Anstoß. Jetzt gehen hier direkt wieder 2 Routen parallel los. Wie gut, dass der von der Grundroute nicht abgeht. Und hier haben wir wieder ein A-Land. Ein klein, dort ist so auch was Feines. So, und dann gehen wir direkt an die Route hier dran. Wenn das jetzt unsere Trophy-Brasse wäre, das wäre ein Traum. Ist es aber nicht. Was haben wir dort? Eine Brasse von 900. Und, ja, dann geht auch schon direkt wieder die nächste Route los. Ihr seht es, hier ist eigentlich wirklich nichts zum Ausruhen. Also wirklich ziemlich wenig nur zum Ausruhen. Hier könnt ihr wirklich Masse machen. Hier könnt ihr Masse fangen. Ob das nachher vom Silber her so ist, eher weniger. Aber ihr könnt Masse ziehen. Ich bin gespannt, wie es am Korori ist. Da würde ich auch mal gerne wieder hin, auf Brasse gehen. Da haben wir eigentlich auch ganz gut Brassen immer gefangen. Aber diese Frequenzen da, zur Zeit, so zum Schluss, jetzt die letzten Wochen und Monate, ja, fand ich schon so ein bisschen wenig. Also wir haben da ja auch schon ganz gut wie ich gezogen gehabt. Hatten wir auch so 40 Fische in 20 Minuten ja auch schon gehabt, ganz gut, das war auch schon. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, also wir müssen halt mal so ein bisschen gucken, auch so ein bisschen auf Frequenz angeln. Das ist natürlich auch mal ganz wichtig und auch mal ganz schön. Ich sag mal so, es ist für euch auch mal ganz schön, es mal wieder so zu sehen auf Frequenz. Wir können natürlich jetzt auch sagen, alles klar, ab zum Windenbach. Wir gehen jetzt nur noch auf Lauben. Wenn wir dann da die XP sehen, was wir da natürlich kriegen für die Lauben, das ist natürlich ein Träumchen. Und dann hätten wir rein theoretisch auch ruckzuck unsere 320.000 Punkte da, die uns fehlen würden, noch zum nächsten Level ab zusammen. Aber ja, ich weiß nicht. Also euch immer nur Windenbach Lauben zeigen. Ah, da bin ich so ein bisschen weniger von der Freund. Klar, die bringen sehr gut Silber, gar keine Frage. Die bringen verdammt gut Silber. Da würde ich auch nochmal mit euch hingehen in einer der nächsten Folgen. Und dort machen wir auch definitiv nochmal was. Vielleicht in der nächsten Folge, also morgen vielleicht. Wir schauen einfach mal. So, da geht es noch einmal ab. So, was haben wir da dran? Also, wäre das ein Kaulbarsch, dann wäre das definitiv eine Trophy. Und das ein bisschen mehr als eine Trophy. Da, meine Freunde, haben wir noch die Brasse mit 1,1 Kilo. Ich bedanke mich aber recht herzlich für heute, fürs Zuschauen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Guti, 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 gut. Wenn ihr morgen wieder einschalten würdet bei RF4 und auch meine anderen Videos unterstützen würdet. Bis dahin, danke und tschüss.